Servus und grüß Sie zu einer neuen Wochenwettershow für die Tiroler Zugspitzarena vom 30. Juni bis zum 6. Juli. Eine außergewöhnliche Wetterlage steht uns bevor. Sehr heiße und trockene Luft strömt mit einem kräftigen Hoch in den Alpenraum und sorgt für eine große Hitzewelle. Und das genau zur Zeit des Sonnenhöchststandes. So etwas gab es übrigens zuletzt im Juli 2010 und im Juli 2006. Trockene Hitze und viel Sonne machen damit die Tiroler Zugspitzarena zu einem Urlaubsparadies der Superlative. Und die Wolken hier werden verschwinden. Und auch auf der Livecam Zugspitzgolfplatz sehen wir noch ein paar letzte Quellwolken. Ansonsten wird es in der nächsten Zeit sehr, sehr sonnig weitergehen. Und ein paar Wolkenreste haben wir noch am Dienstagvormittag. Am Dienstagnachmittag scheint die Sonne. In den Tälern sind es dazu 25 bis 27, auf der Zugspitze knapp 10 Grad. Badespaß, so heißt das Motto im Familienbad in Ehrwald. Sie können ihre Bahnen ziehen oder einfach im Sohlebecken entspannen. Die kleinen Wasserratten dürfen im Kinderbecken planschen und oder die Rutsche hinunterdüsen. Und für Babys gibt es im Kleinkinderbereich den wasserspuckenden Pinguin. Und dazu haben sie eine ganz, ganz großzügige Liegewiese mit ausreichend Platz für Sonnenanbeter. Und Sonne gibt es in dieser Woche keine Frage, nur wirklich satt. Am Mittwoch haben wir ein minimales Gewitterrisiko am Abend über der Zugspitze. Meist geht es aber wolkenlos durch die Woche. Unten sind es über 30 und auf der Zugspitze deutlich über 10 Grad. Das ist schon mit das oberste Ende, was es um diese Jahreszeit geben kann. Und dann haben wir noch etwas Besonderes in dieser Woche. Vollmond sorgt für eine ganz besondere magische Nacht und lässt die Landschaft geheimnisvoll und mystisch wirken. Am Heiterwanger See wird diese besondere Stimmung noch mit einem kulinarischen Genuss kombiniert. Am Donnerstag, den 2. Juli, sticht das Schiff zu einer kulinarischen Abendfahrt in See. Um 19 Uhr geht es vom Bootsanlegesteg in Heiterwang los und dann heißt es für circa 3,5 Stunden lang bei Vollmond dinieren und mit Speisen und Getränken rund um das Thema Vollmond einfach nur genießen. Anmelden können Sie sich im Hotel Fischer am See. Übrigens, die nächste Vollmondfahrt findet am 31. Juli statt. Die Tiroler Zugspitzarena ist mit ihren Wasserfällen, Schluchten und steilen Wänden auch zum Canyoning ideal. Bei Familiencanyoning, Jump and Fun, stehen die Kleinen im Mittelpunkt. Ab 8 Jahren bzw. dann 1,20 Meter, wenn sie natürlich schwimmen können, dürfen sie dabei sein. Familien sind bei dieser Tour circa 3 Stunden unterwegs. Den Transfer zur Schlucht, Neoprenanzug, Helm, Sicherheitsausrüstung und natürlich den geprüften Schluchtenführer gibt es als Guide von der Alpinschule Lermoos. Jeden Freitag um 10 Uhr sind Familien beim Canyoning besonders willkommen. Mit Anmeldung am Vortag um 17 Uhr wird gebeten. Und bei diesem Wetter macht das natürlich richtig Spaß. Es bleibt dazu strahlend sonnig, auch am Wochenende. Die Temperaturen ändern sich wenig. Es bleibt einfach heiß. Erst am Montag der neuen Woche kann es gegen Abend mal ein paar Wärmegewitter geben. Das gehört zum Sommer aber dazu. Ich wünsche Ihnen erholsame und schöne Stunden und Tage in der Tiroler Zugspitzarena mit dem bestmöglichen Wetter, das es um diese Jahreszeit geben kann, und den bestmöglichen Freizeitaktivitäten, egal ob mit Wasser, auf dem Berg, mit Sonne oder Vollmond.